So, meine Freunde, hier ist euer OrbitTube mit dem Unboxing von Conker's Bad Fur Day. Dieses Spiel ist eines der kranksten, besten, aber auch einer der teuersten Nintendo 64 Spielen, die es bis jetzt gegeben hat. Das Spiel habe ich vor kurzem relativ günstig bekommen. Dieses Spiel wird normalerweise zwischen 200 bis 280 Euro gehandelt. Wenn ihr Glück habt, findet ihr mal was für 160, 70, aber auch nicht weniger. Aber der Preis hat auch seinen Wert. Ich habe hier Conker's Bad Fur Day vor ein paar Tagen gut ersteigern können und dieses Spiel lohnt sich auf jeden Fall für alle Leute, die einen ziemlich kranken Humor haben. Während ich euch jetzt mal hier die Anleitung und so weiter zeige, erzähle ich euch mal kurz etwas zu Conker. Conker ist ein Eichhörnchen, das mal ein bisschen Party gemacht hat, hat sich zugesoffen, hat seine Freundin angelogen, damit er die ganze Nacht durchmachen kann. Und in der Zwischenzeit gibt es da einen Pantherkönig, der möchte gern seine Milch trinken und sein Milchglas möchte er auch auf seinen kleinen Hocker stellen. Aber das ist leider nicht möglich, denn der Tisch, dem fehlt ein Bein. Und ratet mal, wer genau die richtige Größe hat, um diesen Tisch zum Stehen halten zu können. Conker. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Der Pantherkönig möchte nicht mehr, dass der Tisch umfällt, deswegen beauftragt er die Leute, dass sie Conker schnappen und so baut und darauf baut sich die ganze Geschichte überhaupt auf. Conker wollte nach dem Besoffensein nur nach Hause kommen und ja, passiert sehr, sehr viel witziges Zeug. Hier seht ihr ja jetzt gerade die Anleitung, die ist hier auf Deutsch auch, also unter anderem. Und ansonsten hier, was soll ich denn noch sagen, großartig. Da gibt es so viel zu sagen zu dem Spiel. Hat sogar einen Multiplayer-Modus. Das Spiel hat leider keinen deutschen Text. Dafür die Anleitung und die Verpackung. Hier haben wir die Cartridge. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Also wer an Conker rankommt und wer wirklich Spaß hat an so einem Spiel mit solchem Humor, dem will ich auf jeden Fall Conker's Bad Fur Day empfehlen. Ja Leute, das war's dann mit meinem Unboxing von Conker's Bad Fur Day. Eins der seltensten und besten N64 Spiele meiner Meinung nach. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin euer OrbitTube. Ciao!